Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Bilanzkreis. Der Bilanzkreis ist ein virtuelles Energiemengenkonto, das alle Einspeisungen und den Verbrauch in einem bestimmten Gebiet von bestimmten Kundengruppen gegenüberstellt. Dieser Bilanzkreis muss immer ausgeglichen sein, das heißt, beide Seiten müssen das Gleiche ergeben und das ist damit auch die kaufmännische Abwicklung dessen, dass wir unser Stromnetz ja immer genau ausgeglichen halten müssen. Also immer genau gleich viel Strom erzeugen, wie wir gerade auch verbrauchen. Da gibt es also die technische Seite, die tatsächlich vor Ort physisch mit Strom passiert und wiederum die kaufmännische Seite und das ist eben der Bilanzkreis. Auf der einen Seite stehen also alle Erzeugungen, das heißt Kraftwerksleistungen, alle Einspeisungen, zum Beispiel aus Speichern und schlussendlich auch alle eingekaufte Energie, die also am Strommarkt, an der Strombörse eingekauft wird. Auf der anderen Seite stehen alle Verbräuche von Haushalten, Gewerbe- und Industriekunden, alle Ausspeisungen, zum Beispiel in einen Speicher und alle Verkäufe, zum Beispiel an der Strombörse. Und das immer für alle Kunden eines Lieferanten, also eines Energieversorgers in einem Bilanzierungsgebiet, also Netzgebiet eines bestimmten Verteilnetzbetreibers. Und das ist der Bilanzkreis. Dieser wird verwaltet vom Bilanzkreisverantwortlichen. Der BKV ist im Regelfall direkt beim Lieferanten angesiedelt und kümmert sich eben darum, dass diese Gegenüberstellung von Einspeisungen und Verbräuchen immer genau am Ende des Tages ausgeglichen ist. Er checkt also, wie viel Kraftwerksleistung und wie viel Einspeisung habe ich, genauso wie viele Verbräuche und Ausspeisung habe ich. Und wird dann eben durch Energiehandel, durch Einkäufe und Verkäufe das Ganze schlussendlich noch ausgleichen. Das kann er schlussendlich machen, weil er ja Prognosewerte hat. Das heißt, es gibt klassischerweise ein Standardlastprofil für einen Kunden. Das ist das sogenannte synthetische oder analytische Standardlastprofil. Dafür gibt es nochmal eine eigene Folge demnächst. Und stellt eben dar, wie ein Kunde wann wie viel Energie verbraucht, wie sich das über den Tag hinweg so verändert. Zum Beispiel auch, dass eine Bäckerei anders Energie verbraucht wie ein Laden, wie ein Haushaltskunde, wie ein Industriekunde, wie ein Landwirtschaftskunde. Dass es also dort überall Unterschiede gibt. Das wurde einmal genau aufgestellt. Und anhand dieses Lastprofils kann dann eben auch auf Grundlage vergangener Verbrauchsmengen sehr genau dargestellt werden, wie viel werden die Kunden wohl wann genau verbrauchen. Und auf Grundlage dieser Prognose kann nun also die richtige Menge Energie erstmal bestellt werden und dann auch noch eingekauft werden. Und schlussendlich gibt es dann auch noch einen Abgleich mit den tatsächlich reell verbrauchten und eingespeisten Werten. Und auf der Grundlage passiert dann schlussendlich auch noch eine Abrechnung. Für diese ganzen Tätigkeiten ist also der Bilanzkreisverantwortliche erstmal initial verantwortlich. Und das Ganze berichtet er dann an den Bilanzkoordinator bei Strom oder an den Marktgebietsverantwortlichen bei Gas. Und damit ist schlussendlich zusammengefasst, der Bilanzkreis ist ein virtuelles Energiemengenkonto, der alle Einspeisungen und alle Verbräuche von einer Kundengruppe eines Lieferanten in einem Netzgebiet gegenüberstellt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt ihr einfach in den Kommentaren. Und ansonsten schaltet das nächste Mal wieder ein, hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.